Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wollte gerade den Flug wegfahren und kriegte den Gang hier nicht raus. Und da dachte ich, wieso geht der gar nicht raus? Also die Gruppe, der Rückwärtsgang war drin. Keine Chance. Und da habe ich hier mal ein bisschen Dollar gedrückt. Klack, hat es gemacht. Und jetzt habe ich hier Suppentopf. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder für eine Scheiße ist. Auf jeden Fall stehe ich hier natürlich wieder. Flug hintergehängt, natürlich. Und eigentlich wollte ich heute noch mit der Grubbern. Ja, das kann ich jetzt wohl abhaken. Dann weiß ich auch nicht. Muss ich Heiko anrufen, dass der mit seiner Kreiselecke das macht. So eine Scheiße, ey. Immer ist irgendwas mit den Kisten. Aber ja, das hatten wir schon mal vor Jahren. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn das Getriebe warm ist und ich dann einen Gang drin habe, kriegst du den nicht wieder raus. Wenn das abkühlt, dann ist der Gang drin. Und das hat Sebastian, hat dann das letzte Mal einfach mit der Faust einmal so gegen den Schaltkleber, klack, und da war es raus. Und seitdem, also war wieder in Ordnung, ne? Jetzt war anscheinend durchs Flügen das Getriebe warm, hatte ich den Rückwärtsgang auch drin und ja, jetzt ging es halt nicht mehr raus. Nun bin ich mal gespannt, was jetzt kaputt gegangen ist, ob da irgendwas, selbst wenn diese Stelle, die abgebrochen ist, dann ist es ja immer noch nicht getan, weil das Getriebe ist ja immer noch auf Rückwärts. Also muss ich dann den Deckel abschrauben wahrscheinlich und dann gucken. Ich frage Sebastian erstmal, was das sein kann. Der hat ja die ganze Geschichte zerlegt. So, ich habe jetzt mit Sebastian telefoniert. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Videotelefonie gemacht. Und er sagte, hier schraub mal die äußeren ab, sagt er. Dann kannst du eigentlich das ganze Geraffel so rausnehmen. Er sagte, muss die inneren, glaube ich, sagt er, sind die langen. Die musst du eben lassen, dann ziehst du sie raus und sagt, die brechen da wohl mal, weil die dünn werden mit der Zeit. Ne? Er sagte, sonst, wenn es nicht anders geht, dann leiste meine. Das alles geilerweise auseinanderliegen. Ja, ich will ihn gucken. Aber zu Sebastian hinfahren mittlerweile sind auch 20 Minuten vor, waren es mal 5. Müssen wir gucken. Ich schau mal eben. Probieren geht über Studieren. Ne? Mal gucken, wann die mal lose waren. Sebastian sagte, seine waren auch schon mal geschweißt worden. Also. Ich ziehe mir mal lieber Handschuhe an, sonst sehe ich gleich aus wie ein Mau. Scheiße, ich wollte doch nur schnell die Sachen abladen, Mensch. Daran sieht man auch, dass nicht Originallack ist. Hier ist schon mal Farbe zwischengelaufen. Und müsste man das, ja, ach so, das ganze Ding. Er sagte, wenn du das siehst, dann sagst du, ach so, das ist ja billig. Habe ich hier vielleicht noch Schalter? So. Aber nee, die Dinger sind alle heile. Aber hier drin ist das gebrochen. Da sieht man, dass das gebrochen ist. Die Geschichte hier ist gebrochen. Also muss ich jetzt einmal die Schrauben hier lösen. Ne? So, da sieht man auch mal ganz schön, dass er nachgepinselt wurde. Aber ist ja nicht so schlimm, schon lange, lange her. Ja, nur ist das Bakelit darunter kaputt. So wie es aussieht, ist es da ja gebrochen. Nun habe ich schon Thorsten eine Sprachnachricht geschickt und einmal um Hilfe gebeten, weil das ist, glaube ich, der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Diese euren Bakelitstücke da, ja, dann müsste ich natürlich die Schrauben lösen, um da ranzukommen. Aber Sebastian sagte, ja, die hat er bei sich jetzt auch nicht neu gemacht, die Bakelitstücke. Und da müsste man, glaube ich, irgendwie die Grundeinstellung mit daran gemacht oder so. Das war's wohl. Mit dem Trecker vorerst. Vor allem steht das Ding hier jetzt im Rückwärtsgang. Das ist natürlich auch Weltklasse, ne? Wenn nicht vor, die andere Gruppe wäre ja noch egal gewesen, ne? Wenn jetzt erster Gang drin gewesen wäre, ja, mein Gott. Aber nee, Rückwärtsgang ist natürlich blöd. So, was haben wir denn hier? Nummer 32. Wenn du das jetzt mal anguckst, Teil Nummer 6 müsstest du. Du musst das alles bis zum Teil Nummer 6 abschrauben. Bis zum Teil. Ach du Scheiße. Ne, und Teil Nummer 6 sind deine scheiß Schaltstangen. Und diese Schaltstangen, die sehen dann so aus. Kommst du nächste Bild? Und das, was ich dir jetzt schicke. Das, was ich dir jetzt schicke, sind 2 mal Teil Nummer 25. Mhm. Und zweimal Teil Nummer 13, weil wie gesagt, so eine Schaltstange fährt durch so einen Wellendichtring. Ach, und ach so, die sind alle gleich, nur spiegelverkehrt einfach aufgeschoben?
Die sind alle gleich, genau. So, Rethemeier regelt, ihr habt ihn ja gehört. Bisschen was reingeschnitten, aber er gibt sich echt immer Mühe und macht und tut. Und ich freue mich auch, dass er dann auch positive Resonanz, da sagt er, Mensch, cool, ich hatte letztens sogar einen aus Österreich auf dich angesprochen und hin und her und wollten teilhaben und finde ich natürlich Weltklasse, ne? Also wie gesagt, Rethemeier regelt, das ist nun mal so. Und er hat sie gesehen, Explosionszeichnungen, Schallpläne, der hat alles und der lebt das halt, ne? Der weiß auch genau hier 844, genauso wie ein 633. Ich hatte mit Joke vorher noch geschrieben, ich sag hier, scheiße, Trecker kaputt, der sagt, Herr Urat, hoffentlich kriegst du die Ersatzteile noch, wird ja auch alles schwieriger bei den alten Kisten. Kann ich echt nicht sagen, weil bei IHC, dank solchen Leuten wie Rethemeier, läuft der Lachs, ne? Ist einfach so. Naja, jetzt kriege ich auf jeden Fall morgen früh kriege ich die Ersatzteile geliefert. Jetzt will ich jetzt eben einmal das auseinanderbauen, habe ich eigentlich gar keine Zeit für, aber mein Land, was ja, ja da vorne geflüchtet ist, das macht Heiko jetzt eben einmal, ja, grubbert das jetzt eben und ja, wenigstens habe ich geflüchtet mit dem Trecker. Das wäre sonst noch blöder gewesen. Naja, jetzt grubbert er das eben, dass ich morgen dann die Kartoffeln setzen kann. Und dann soll er das Land, das hier, da hier auch einmal mit untergrubbern. Das war eigentlich auch so der Plan, dass das auch im Armal einmal über Korb ist. Nächste Woche soll es regnen. So, da wollen wir gucken hier. Ach so. Guck. So sieht's aus. Und das Ding hier ist kaputt gebrochen. Aber warum geht die denn nicht zurück? Da ist übrigens das Getriebe. Dann muss ich das hier alles schön sauber machen. Und dann kann man da was erkennen. So, ich will nicht viel sagen, ne? Aber erstmal ist hier verdammt viel los. Und der Fan muss es wieder richten. Ne? Und zwar ist das hier Heiko, sein Papa in diesem Fall. Mein Lohnunternehmen des Vertrauens, wenn man es so nennen darf. Doch, eigentlich wohl. Ne? So, dann habe ich mit den Deckel habe ich jetzt wieder draufgelegt. Dann muss ich gleich mal gucken, dass ich, jetzt müsste das theoretisch, müsste das jetzt die kleine Gruppe sein, wa? Ich glaube wohl. Und er ist, wo ist er denn drin? Jetzt lege ich hier auf jeden Fall einen Gang ein, den ersten Gang. Und in der kleinen Gruppe hoffe ich, dass ich dann langsam in die Werkstatt fahren kann. Der Flug ist natürlich abgekoppelt. Deckel ist wieder draufgelegt, sonst spürt das nämlich hier. Wie gesagt, jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Ob er jetzt nach vorne rollt. Oh. Ja, tut er. Nur ein bisschen schnell. So, aber da kann ich ja noch Abhilfe schaffen, indem ich hier einfach die Untersetzung reinmache. So. Jetzt bin ich auf 4, jetzt bin ich schön langsam. Jetzt muss ich natürlich viel genau fahren, weil rückwärts fahren ist halt nicht. Also schon, aber ohne Schaltknauf, schwierig. So, hier kann er erstmal bleiben. Und ohne Witz, 7.50 Uhr der nächste Tag. Kannst du dir nicht ausdenken, ist einfach da. Und hier sind jetzt die passenden Ersatzteile, Dichtring, einmal Kunststoff, nochmal Kunststoff. Also das ist ein Teil, das ist davon gebrochen. Und natürlich die Original-Dichtringe, Dichtung für Original CNH natürlich, also sprich Case New Holland, genau. Richtig edel, Alter. Mega. Finde ich total gut, freue ich mich. Thorsten nochmal, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Auf jeden Fall. Guten Morgen. So, weiter geht's. Und zwar hier habe ich jetzt den Deckel wieder draufgelegt, weil wir müssen ihn jetzt nochmal starten. Ich muss diese Schraube lösen, beziehungsweise diese Leitung beiseite haben, damit ich an die euren Schrauben da unten rankomme, so wie es aussieht. Und deswegen muss ich das Hydrauliköl ablassen. Das habt ihr ja schon mal bei mir gesehen, das mache ich ja mittels einem Schlauch. Hier ist so ein Winkelstück dran, das habe ich nochmal über gehabt irgendwie. Einfach angeschlossen, mache ich gleich den Trecker an, Steuergerät an, dann sprudelt das da raus. Und hier
Ihr müsst ein bisschen Gefühl haben, ne? Wenn ihr dann merkt, dass die Pumpe trocken läuft, müsst ihr aufhören, ne? Nicht, dass die Pumpe trocken läuft, ist nicht so gut für die Pumpe. Da musst du ein bisschen Gefühl haben, aber das kriegst du auch mit. Ne, das ist kein Thema. Also, Träger starten. Das ist immer so ein bisschen blöd hier im geschlossenen Raum. Übrigens, ich habe die Heizung hier wieder laufen, ne, wegen kalt. In der Zwischenzeit habe ich mein Getriebeöl auch bekommen. Das heißt, wir können das hier ablassen, weil das auch nicht so geil ist. Na, dann klemmt die Schraube natürlich. So. Ich habe hier einfach so eine dicke... Ach so, das ist ja sehr blubsig. Sieht aber noch gut aus. Ne? Ich hätte das mal gewechselt. Tatsächlich wie lange ist das denn her? 2014 oder so habe ich das mal gewechselt. 13, 14, also schon ein paar Jahre alt. Hat aber nicht viele Stunden getan. Aber ich hatte damals ein ganz günstiges Öl genommen. Dieses Standardöl, was ich eigentlich auch immer gerne genommen habe. Oder gerne nehme, kann man sagen. Dieses billige von eBay. Aber das hat tatsächlich hier drin in dem Getriebe ganz normales 80W90, aber das hat in dem Getriebe ja irgendwie keinen guten Job gemacht, muss ich sagen. Da habe ich auch keine Verbesserung festgestellt damals und irgendwie, weiß ich auch nicht, war das dann immer, wenn es warm war, am Haken, das hatte ich nach dem Ölwechsel, das erste, wo das so warm war, da war es am Hakeln und so, das war irgendwie alles nicht so cool. Jetzt habe ich hochwertigeres Öl bestellt, muss ich gleich mal holen, das kommt da dann rein und dann hoffe ich mal, dass ich eine Besserung feststellen kann. Ich bin gerade so ein bisschen am Rumdoktern und ja, ich weigere mich eigentlich oder sträube mich davor, den Scheiß hier abzubauen, weil ich auch nicht weiß, wie das mit den Schaltklauen sitzt. Ich habe jetzt gerade mal die Schraube gelöst, dann kann ich die Geschichte natürlich, also diese Stangen natürlich schön und her schieben. Ich hätte natürlich vorher markiert, wie man sieht, aber ja, es bringt mir nichts. Ich muss, glaube ich, sie rausnehmen, weil ich habe auch gerade versucht, meine Stift hier so rauszukloppen. Keine Chance. Musst du, glaube ich, rausbauen, die ganze Scheiße. Ich dachte, man könnte das so seitlich machen, aber ich glaube, das findet nicht statt. Das heißt, ich muss jetzt diese Hydraulikgeschichte auch lösen, um an die anderen Schrauben zu kommen. Alles nicht so ganz cool. Naja, wir werden sehen. Alter, da kannst du ja nicht ausdenken, ne? Ich bin hier am Ziehen mit Irra. Ich denke, wieso geht das hier nicht hoch? Ich kann das mal demonstrieren, vielleicht mit einer Hand. Wieso geht das nicht hoch? Da ist noch eine, kann man sehen, weiß ich nicht, so ein Winkeleisen, was die Hydraulikleitung festhält. Habe ich unter dem ganzen Mock natürlich nicht gesehen. Was aber richtig zu empfehlen ist, wieder einmal, habe ich mir selber gekauft, keine Werbung, einfach nur aus Überzeugung, weil das Ding ist hier hintergeklemmt, Alter, du kannst hier alles sehen. Auf Akku, hast keine Kabel im Gesicht hängen, mega nice. Akkustrahler. So, jetzt hat Thorsten mir übrigens gerade die Reparaturanleitung zukommen lassen. Thorsten, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit, Mühe, dein Engagement. Richtig geil. Freue ich mich. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die ganze Scheiße muss tatsächlich raus. Aber ja, ich habe nämlich bei mir tatsächlich, ich habe nur das Fahrgestellhandbuch. Also das Werkstatthandbuch Fahrgestell habe ich, steht natürlich nicht drin, ist natürlich klar Werkstatthandbuch Getriebe. Ein bisschen blöd bei dem Trecker, dass du, glaube ich, 3 oder 4 Werkstatthandbücher haben musst, um das Ding wirklich zu zerlegen. Ja, da muss ich nochmal nachschärfen. Naja, wie dem auch sei, oder vielleicht kriege ich auch bald einen Eira-Schlepper, wer weiß das schon. Weil meine Frau hat schon ganz klar rauskristallisiert, wenn ich mir irgendwann mal einen Eira-Schlepper kaufen sollte, da muss der verschwinden, weil beide können wir uns nicht leisten. Mal gucken, was kommt. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt die Halterung ab und dann hebe ich ihn mal raus. Hoffentlich klappt es dann auch. So, dann mal gucken, was hier passiert jetzt. Geil ist das auch noch alles nicht hier.
Alter, was ein Scheiß, ey. Das Ding ist jetzt draußen und was eine Schufterei. Boah, weil alles hier im Weg ist. Das Rohr habe ich jetzt hinter dem Hebel weggeklemmt. Das muss die ganze Röhre, das habe ich zwar selber dahin gebaut, ja. Aber es ist nur die eine Leitung, die da selber hingebaut ist. Die anderen habe ich ja nicht. Die waren ja schon da. Hängt alles im Weg. Hat das so. Und der Mock, der hier dran ist, dann liegt das alte Mistding da. Das kommt jetzt auf die Werkbank. Die sieht allerdings noch so aus. Da räume ich jetzt erstmal frei. Und dann geht es an das Teil. Da ist das Schwein. So, übrigens das erste Mal auf der alten Werkbank im neuen. Ich muss feststellen, ich habe hier kein Licht. Das muss man alles noch. Ja, kommt alles noch. Aber Gott sei Dank habe ich die Werkbank damals mitgenommen. Sonst hätte ich nämlich hier wieder gestanden. Hätte ich hier dumm gestanden, die X-Beine, ne? Und dementsprechend, ja, können wir uns jetzt helfen, glaube ich. Also, die ist ja kaputt. Der muss raus. Laut Werkstatthandbuch muss ich jetzt die Kugel rausnehmen und die Feder. Habe ich hier auch schon liegen. Werde ich gleich in der Magnetschale noch einpacken. Dann habe ich Angst, ich habe die jetzt markiert mit dem Stift, aber ich habe Angst, dass das nicht reicht. Und nun werde ich hier mit einem Eisensägeblatt hier ein bisschen eine Kerbe reinmachen. Grüße gehen raus an André. Danke für den Tipp. Der sagte das nämlich. Auf Arbeit war der bei mir. Und das ist ein Kumpel von meinem Arbeitskollegen. Und der sagte nämlich, jo, mach da gleich mit der Eisensäge eine kleine Kerbe rein. Weil Edding verwischt. Findest du nicht wieder. Und deswegen mache ich da ein bisschen eine Kerbe rein. Und dann ziehe ich den nämlich raus. Und werde dann mal versuchen, ihn zu bearbeiten. Hier sieht man es, hier sind diese drei Raststufen. Hier ist auch noch eine Raststufe. Und da ist das kaputte und hier ist ein Hohlstift drin. Den gilt es jetzt rauszukloppen. Welche Richtung weiß ich noch nicht. Und dann müsste eigentlich das Ganze wieder gegen den neuen ersetzt werden, zusammen einfach den alten Stift wieder rein. Den kann man wohl anscheinend mehrfach verwenden. Und dann sollte das eigentlich, die eigentliche Reparatur schon gelungen sein. So, nun müssen wir aufpassen, dass wir den auch wieder richtig rum drauf kriegen. Ja, das ist das neue Teil, das ist jetzt nur schwarz statt weiß. So, und das Ding sitzt da so drauf. Also, alten abziehen. Ist richtig, naja. Neuen wieder drauf. Das Schöne daran, wenn du bei Rethemeyer bestellst, ist ja, dass du dann auch wirklich alle Teile bekommst. Und zwar Simmerringe. Da habe ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Logischerweise, weil ich ja nicht weiß, wie es da drin aussieht. Da sagt er, hier, du brauchst noch zwei Simmerringe. Und die kommen jetzt hier rein. Und das Geile ist, die passen auch. Gucken, ob ich die vorsichtig da reingedengelt kriege. Die sind relativ klein oder ob ich da jetzt eine Nuss für brauche. Sitzt perfekt. Kann man das überhaupt sehen mit dem Licht? So ist besser, ne? So sitzt er jetzt drin. Genauso wie original halt auch. Ja, dann kann die Welle rein. Guten Morgen. So, paar Tage später. Ich bin hier wieder am Basteln. Hab das Ganze nochmal so ein bisschen sauber gemacht. Wollte es jetzt gerade zusammenbauen. Wie gesagt, alles schön sauber gemacht, dabei habe ich jetzt endlich den Fehler entdeckt. Das hat nämlich Rethemeyer auch schon zu mir gesagt. Er sagte, ja, das kann auch mal sein, dass die Kugeln einlaufen und dann klemmt das nämlich. Und guck mal da, ja, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert mit meinem Fokus hier, sonst kann ich euch das Bild einblenden. Ich habe das fotografiert, ich blende euch das Bild mal ein. Das ist richtig eingelaufen hier. Und hier auch, aber nur ganz minimal, ohne Grat. Aber hier ist tatsächlich richtig eine scharfe Kante dran und da
habe ich jetzt gerade schon wie so eine Rundpfeile gesucht. Das Einzige, was ich gefunden habe, hier in meinem Werkzeugkasten ist eine eckige, die bringt mir nichts. Hier ist eine halbrunde Pfeile. Vielleicht kann ich das damit so ein bisschen begradigen. Will ich gleich mal probieren. Und das wird wahrscheinlich der Fehler sein. Erstmal, dass das Getriebe gehakt hat. Weißt du, dass die Schaltstangen. Das nicht am Öl, sondern an der Kugel. Dass die Kugel da geklemmt hat. Ja, das ist natürlich Käse. Also, das schön rundfeilen. Bisschen schmiergeln, bisschen Zeit aufwenden. Und dann haben wir, glaube ich, den Fehler gefunden. Das ist gut. Das würde auch erklären, warum nur der hier gebrochen ist und der immer hier klemmt. Ja, weil die Kugel hier eingelaufen ist. So, mal ein bisschen mit Vorsicht und Liebe das Ganze mal. Ich hasse diesen verdammten. Das ist der echte Nachteil an der GoPro, dass du das mit dem Fokus komplett abhaken kannst. Aber immer, wenn ich das richtig mit Liebe mal so ein bisschen mit der Pfeile begangen, ganz vorsichtig und habe hier versucht, die ganzen Rundungen, die ganzen Kanten wieder wegzufeilen und das hier alles so ein bisschen. Jetzt ist das auch wieder schön flutschig. Jetzt kann da die Kugel auch wieder dran arbeiten, ne? Guck, das ist doch super. Ich hoffe mal, dass das jetzt hat, also das sagte Retermeier schon, wo ich draußen auf dem Acker stand, da sagte er schon, das haben die wohl mal, dass sie einlaufen. Ja, gut. Also darf man auch nichts sagen, das Ding ist 50 Jahre knapp, ne? Also von daher, Garantie ist da wohl nicht mehr drauf. Na gut, also baue ich das eben wieder zusammen hier. Guck mir da nach Fotos an. Ganz wichtig, vorher, wenn ihr sowas macht, immer Fotos machen. Weil das ist jetzt schon wieder her, ein paar Tage, wo ich hier am Gange war. Da weißt du jetzt natürlich auch nicht mehr, wie das alles saß. Wie rum saß er, hin und her, zurück, ne? Das ist natürlich, ja, deswegen ganz wichtig, ein paar Bilder machen, dann wisst ihr genau, wie das vorher saß. Da macht ihr mal nichts verkehrt mit. So, Schubstange ist wieder drin. Und dann bin ich hier gerade dabei, die alte Dichtung hier abzukratzen. Dann habe ich hier von einem Zuschauer, vielen Dank an dieser Stelle, 3M Scotch-Brite bekommen. Das soll wohl der stabile Shit sein, um sowas hier abzukriegen, ohne das Metall anzugreifen. Das werde ich jetzt ausprobieren. Ein Nachteil hat diese ganze 3M-Geschichte allerdings. Und zwar, witzigerweise, passt das hier nicht da rein. Das sind diese Schnellspannnüsse, die kann ich euch echt empfehlen. Die habe ich hier immer auf der Flex drauf. Verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Genauso wie diese Dinger hier. Und aber da müsst ihr warten, bis ich hier fertig bin, wie das hier sich verhält. Auf jeden Fall, die sind echt gut, die kann ich super empfehlen, kosten auch nicht viel Geld. Wie gesagt, verlinke ich euch. Passen jetzt leider nicht in diese Geschichte rein. Also muss ich jetzt die andere Flex nehmen. Mit der normalen, ganz normalen Verriegelung. So, dann habe ich es auf die normale aufgesetzt und dann wollen wir mal gucken, was das kann, das Zeug hier. Ja, das ist natürlich mega, ne? Ja, mehr geht nicht, ne? In der Kürze der Zeit ist das blitzeblank und vor allem nimmst du eigentlich auch kein Material runter. Ja, das Ding sieht natürlich immer noch aus wie neu. Ja, das ist schon ein guter Tipp von euch gewesen, ne? Erstmal vielen Dank an den Zuschauer, der mir das zugeschickt hat. Gibt es auch von günstiger. Ich habe die Dinger auch in Lida von einer anderen Marke. Habe die allerdings zum Farbe entfernen genommen. Dafür sind die auch echt klasse. Zum Dichtung entfernen wusste ich jetzt nicht, dass das so gut funktioniert. Wie gesagt, war ein Zuschauertipp von euch. Vielen Dank. Ich verlinke euch genau das. Auch nochmal die günstigen. Und diese Verschlussschraube natürlich auch. Passt auch auf jede Flex M14. Hier ist jetzt noch die Originale drauf. Brauchst immer Schlüssel für. Meistens. Du kannst sie auch manchmal so drehen. Aber weißt du, wie es ist. Das ist geil. Guck, so macht das auch Spaß, da kannst du richtig Geld mit Zeit mit sparen, für wenig Geld, kostet nicht so viel, kann man machen, kann man sich mal hinhängen, ne? So, also ich mache jetzt mal ein bisschen weiter und dann melde ich mich gleich wieder, wenn es was Neues gibt. Schön Blankenese das Ganze jetzt, so, Kompressor läuft noch, wollte euch das nur noch mal zeigen, wie es jetzt aussieht, quasi final vorm Wiedereinbau, dann kommen später die Kugeln wieder rein, die Kugeln übrigens ganz wichtig, ich habe da schon liegen mit Fett einsetzen, ja. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen erkältet. Nein, kein Corona, nur erkältet. Auf jeden Fall mit Fett einsetzen, die ganze Geschichte hier. Dann hier flutscht es auch ein bisschen und ja. Ich habe gerade noch mit Redemeier geschrieben, er sagte ja, es ist halt echt ein bekanntes Problem, dass die Dinger einlaufen. Wundert euch nicht, hier ist schon die originale neue Dichtung drauf. Alles sauber gemacht. Dann hoffe ich mal, dass ich das Ding einigermaßen drauf kriege, ohne die Dichtung wieder zuzuhämmern. Das will ich natürlich nicht. Dann muss ich mal schauen, dass ich mit den Löchern das alles gut passt. Und dann setze ich das Teil jetzt gleich mal drauf. Da werde ich euch wahrscheinlich nicht mitnehmen können.
bald. Ihr werdet wahrscheinlich sehen können, weil ich mich wieder abbreche dabei. Es wird wieder eine Katastrophe werden, aber nun gut. Muss ich hier wohl ein bisschen Fett drauf machen? Könnte man, ne? Ein bisschen Fett drauf auf die Kugeln wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Genau. Und dann hoffe ich mal, dass es einigermaßen alles so ein bisschen flutscht. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall wollte ich euch das nochmal kurz zeigen. Ich habe hier natürlich alles schön sauber gemacht. Auch hier der ganze Mock habt ihr vielleicht vorher gesehen. Das war ja total schwarz. Da ist jetzt richtig, richtig krass. Eine ganze Schaufel voller Mock ist da zusammengekommen. Also das war echt heftig. Aber jetzt ist wieder alles hübsch. Meine Herren, das war jetzt ein bisschen Formelei, aber er ist jetzt drauf. Und das Witzige ist tatsächlich, die Dichtungslöcher passen alle jetzt schon, ohne dass ich da was dran rütteln musste. Was richtig tricky war, diese Schaltgabeln, kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. Hier ist ja diese eine Gabel, die musste ja genau wieder über diese eine, ja, über das passende Rad laufen quasi. Ich kenne jetzt die genauen Spezialbegriffe natürlich nicht. Und die beiden Gabeln mussten hier auch wieder in die Führung rein, ne? Und das alles hinzukriegen und ja, aber ihr seht, jetzt passt es alles. Auch hier schön synchron, so wie es sein soll, denke ich mal, ne? Wie gesagt, auch hier natürlich alles schön sauber gemacht. Jetzt schraube ich erstmal mache ich die Schrauben sauber, die sehen aus wie Haxe. Und dann wird das zusammengeschraubt. Schrauben sind wieder alle fest und alles wieder blanko. Jetzt habe ich hier noch die Ölschraube rausgedreht fürs Getriebeöl. Da müsst ihr nämlich drauf achten, weil der IAC hat mehrere Ölschrauben. Also wenn ihr jetzt nur eine löst, nee, ich glaube 3 Stück sind insgesamt an Schrauben. Alle lösen. Das Hinteröl läuft jetzt auch noch raus, obwohl das echt noch gut aussieht hier hinten. Hier sieht man es nochmal richtig. Hier sieht es echt noch gut aus. Aber ist egal, kommt Neues drauf. Ich hatte ja erst die Vermutung, dass es am Öl liegt. Aber hat sich jetzt doch rausgestellt, nee, war tatsächlich dann oben die Kugel, denke ich. Naja, wie dem auch sei, ich habe trotzdem hochwertiges Öl jetzt einfach bestellt, um halt dem aus dem Weg zu gehen. Wie gesagt, war jetzt das Günstige drauf. Ich werde da gucken, ob es eine Verbesserung auch sowieso am Schaltverhalten gibt. Dementsprechend, ja, werde ich euch später berichten. Ich mache jetzt Mittag, in der Zeit läuft das Öl raus und dann geht es heute Nachmittag gestärkt weiter. Das mache ich nämlich jetzt bewusst extra, wo der Deckel noch nicht ab ist, dass ich das einfach reinkippen kann, weißt du? Weil normal ist da nämlich nur so eine kleine Einfüllschraube. Dann kannst du da mit dem Trichter rumasseln und so kannst du direkt erstmal einen 20 Liter Renister so reinkippen, ohne dass du dir überhaupt irgendwelche Gedanken um den Ölstand machen musst. Ich meine, 33 Liter gehen da rein übrigens. So, guck, 20 Liter versenkt. Ich habe hier übrigens, wo steht's? SAE 85 W90. Kann man das vielleicht sehen, weiß ich nicht. Und von Classic, die haben ja sowieso viel mit Oldtimern zu tun, das finde ich immer ganz sympathisch. Wichtig ist GL4, dass ihr darauf achtet, dass das die richtige, ja, wie nennt sie das, der richtige Qualitätsniveau hat, GL4. GL5, also ist zum Beispiel GL5, ist meistens wird's genommen für Differentiale. Die haben andere, die sind ein bisschen aggressiver, die haben eine andere Säure drin. GL4 hat weniger Säure, ist meistens für Getriebe geeignet. GL5 mehr Säure für Differentiale. Das macht man, damit die Zahnräder mal ein bisschen angegriffen werden, dass die rauer sind und vernünftig ineinander fassen. Bei Getrieben ist es anders. Müsst ihr dann genau darauf achten. Wie gesagt, GL4 und GL5, das ist immer so das Wichtigste. Und natürlich die Viskosität auch, ne? So, dann habe ich 20 Liter versenkt, habe natürlich 2 Kanister besorgt und der zweite kommt jetzt nicht ganz rein. Ich glaube, die Hälfte davon. Und dann gucken wir mal, wie der Ölstand ist. Öl ist jetzt genug drin, aber der Vollständigkeit halber, da, die Schraube, die drehst du raus. Und wenn da Öl rauskommt, dann hast du genug Öl drin. Das ist quasi Ölstandsschraube. Jetzt können die Kugeln wieder rein, setze ich auch wieder mit Fett rein, mit Fett ein, so rum, und dann kann der Deckel drauf. Guck, das ist diese besagte Öffnung. Oben drauf so eine Schraube, da wird das Getriebeöl normalerweise eingefüllt. Aber das kann man sich ersparen, kannst du auch so reinkippen, ne? Ich kann wieder schalten. Dann müssen wir gucken, ob das auch alles funktioniert hier, wa? Ja, dann steht natürlich alles voll, aber ich kann den Trecker mal starten hier drin.
und dann mal so ein bisschen vor- und zurückrollen und mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt muss natürlich erstmal wieder das Öl im Getriebe, weil man merkt, das ist alles knochentrocken jetzt. Muss natürlich jetzt erstmal sich wieder verteilen, ne? Die Hydraulikpumpe hat direkt wieder Saft. Ich mach den Vorlader mal hoch, damit ich mal so ein Stück nach vorne rollern kann. Geht auch. Rückwärtsgang. Geht auch. Aus dem Rückwärtsgang raus. Geht. Schnelle Gruppe. Langsame Gruppe. Geht. Schnelle Gruppe. Geht auch. Leerlauf geht. Hier, die ganzen Gänge gehen auch. Ja. Ja, geht alles. Schnelle Gruppe. Achso. Geht auch. Ja. Geil. Alter, ausgeblendet. Scheint zu funktionieren. Richtig edel, aber Speicherrad ist voll. Alter, ist das Video so lang geworden? Du ahnst es nicht. Es tut mir jetzt zu mir schon leid. Ja, okay, gut. Scheint zu funktionieren. Ich räume ein bisschen auf. Ich kann das leider jetzt nicht testen, weil die Solaranlage dahinter liegt. Das Video werde ich... Obwohl ja, Montag. Ja, vielleicht doch. Ich werde das hier noch ranhängen. Die Probefahrt kommt noch hier dran, auf jeden Fall. Ah, so, meine Freunde. Der nächste Tag. Jetzt probieren wir den Trecker aus. Quasi Probefahrt, wa? Rückwärtsgang geht schon mal rein. Bisschen langsam, weil ich hier noch in der Kriechgruppe bin. Ah. Ist ja das 16 plus 8 Getriebe. Das heißt ja, das hat ja die Untersetzungsstufe. Und mal aufpassen mit der Tür und dem Frontlader, dass man sie nicht rauskeilt. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt wenden wir, das heißt zweiter Gang rein, aus der Rückwärtsganggasse raus, rüber in die schnelle Gruppe. Jetzt müsste der eigentlich vorwärts fahren. Und das tut er auch. Ja, steht wieder lebensmüde am Start. Ja, Gangwechsel, jawohl. Nächster Gang, jawohl. Rückwärtsgang. Genau wieder. Dritter Gang, Rückwärtsgang. Vierter Gang geht logischerweise auch. So, dritter Gang, jetzt mache ich mal die kleine Gruppe rein. Geht auch. Schnelle Gruppe rein. Geht auch. So, Rückwärtsgang wieder. Genau. Also wir sehen, das funktioniert alles. So, dicht scheint auch alles zu sein. Sehr gut. Das muss es ja auch. Auch hier hinten keine nennenswerten Leckagen. Ne, ich hatte das ja auch alles auseinander, aber ne, sieht auch alles gut aus. Getriebemäßig ist auch alles dicht. Hier sieht auch alles gut aus. Ich hatte übrigens, habe ich gar nicht gezeigt, als ich das auseinander hatte, habe ich die anderen Wellen auch mal raus, also nur vorweggezogen und habe geguckt, ob da Grate dran sind. Dann nimmt eine Einstange, war minimal. Da habe ich dann ein bisschen mit der Feile noch bearbeitet. Die anderen beiden brauchte ich gar nicht, das war noch tipptopp. Tatsächlich nur die eine Welle, warum auch immer, die echt eingelaufen war. Und anscheinend war das echt das Problem. Am Anfang habe ich gedacht, okay, liegt vielleicht am Getriebeöl, aber nee, das muss tatsächlich an der Stelle gelegen haben. Das hatte der Thorsten Rethmeier damals auch schon am Telefon gesagt, dass die eine Schwachstelle haben. Aber okay, dann hier hat er tatsächlich recht behalten. Ne? Also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an Thorsten für die schnelle Hilfe und für den schnellen Support. Und ja, wer Ersatzteile braucht, schaut gerne bei ihm vorbei, unbedingt. Vor allem, man sieht ja, es passt alles an Ersatzteilen.
was er, also der weiß halt auch, was los ist. Du kriegst natürlich hundertprozentige Qualität. Das muss man einfach so sagen. Das ist einfach Werbung, die er echt verdient hat. Und vor allen Dingen, ja, wie gesagt, man hat keine Kasperei. Ne? Es passt einfach. Und der Preis ist auch in Ordnung. Von daher schaut gerne mal bei ihm vorbei, wenn ihr was habt. Deswegen auch IHC, so eine einfache also Empfehlung für mich, auch ja, von mir, für die Anfängerwelt, wer einen Trecker sucht. IHC, da hast du auf jeden Fall keinen Stress mit Ersatzteilen. Ne? Vielleicht gibt es für Fendt und Teutz und so auch einen Rethemeyer, das weiß ich nun nicht. Aber ich weiß, dass das bei IHC ganz gut funktioniert. Schaut auch gerne bei Instagram. Ja, doch, bei Instagram könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Bei mir ist auch Motovlogs, aber ihr könnt auch gerne mal bei Facebook vorbeischauen in der IHC und Case Gruppe. Blend die hier mal ein. Da ist nämlich auch der Rethemeyer Chef und der hat auch, ich weiß gar nicht, über 25.000 Abonnenten oder Teilnehmer, wie auch immer das nennt. Der hat über 25.000 Mitglieder. Also da ist auch ordentlich was los. Wer da Fragen hat, kann da auch gerne was reinhacken. Da sind auch viele Leute, die auch Ahnung haben. Ne? Also in diesem Sinne und mit dem laufenden Schlepper im Hintergrund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.